Guten Morgen, ich begrüße alle herzlich zu diesem Bibelstudientag. Heute Morgen mit dem Thema Schaffan und seine Familie. Alle hier haben ein Skript, aber die, die über den Livestream zugeschaltet sind, können hier unterhalb des Bildes anklicken und dieses Skript downloaden. Man braucht es unbedingt, weil wir ein sehr spezielles Thema haben heute. Wie gesagt, Schaffan und seine Familie. Aber dieses Thema findet man nicht einfach schön an einer Stelle in der Bibel, sondern wir werden viel blättern. Die Geschichte Schaffans, die findet man schön kompakt in 2. Könige 22 und 2. Chroniker 34, wie man sieht auf dem Blatt. Aber was seine Familie anbetrifft, wir sehen auf dem Skript, Achikam ist ein Sohn, und da habe ich ganz verschiedene Bibelstellen zusammengesetzt, zusammengeführt. Aber weiter gibt es einen Sohn namens El-Assa. Den findet man in Jeremia 29. Dann Gemaria in Jeremia 36. Ja-Asania, den findet man nur in Hesekiel, Hesekiel 8. Und da werden noch Enkel erwähnt. Michaja, oder in der deutschen Bibel steht Mikaja, aber hebräisch sagt man Michaja, in Jeremia 36 und Gedalia. Und zwar in 2. Könige 25, Jeremia 39 und Jeremia 40 bis 42. Also, wenn man alle Stellen zusammenführt, kann man ein Bild ermitteln von dieser Familie. Die Geschichte Schaffans habe ich so umschrieben auf dem Skript. Ich lese einfach vor. Der Berufsschreiber Schaffan spielte eine bedeutende Rolle in der Erweckung unter König Josia. Er war in der Lage, die im Tempel wiederentdeckte Rolle des 5. Buches Mose zu lesen, trotz der alten Schrift von Mose. Die Wirkung war enorm. Ein großer Segen kam durch das Wort über das Königreich Juda. Schaffan war ein treuer Mann Gottes. Das Wort Gottes zeigt, seinem ermutigenden Beispiel folgten 3 seiner Söhne und 2 seiner Enkel. Also nochmals die Söhne: Achikam, Gemaria, El-Assa, Gedalia und Michaja. Sein Sohn Ja-Sanja ging leider ganz andere Wege. Wir schlagen auf 2. Chroniker 34. Da haben wir die Beschreibung der Erweckung unter König Josia. Das war die letzte Erweckung, die es noch gab, wenige Jahre vor dem Untergang Jerusalems. Also sehr bald nach dem Tod von Josia, es ging geistlich wirklich steil bergabwärts. Um 606 kommt Nebukadnezar mit seiner Armee zum ersten Mal zur Belagerung Jerusalems. Es gibt eine Wegführung von einigen Juden. Es kommt zu einer zweiten Belagerung im Jahr 597. Und schließlich die dritte Belagerung, die zur völligen Zerstörung Jerusalems und des Tempels führten, 586. Und es gab noch eine vierte, kleinere Wegführung, die nur in Jeremia 52 erwähnt wird, im Jahr 582. Und da wurde das jüdische Volk deportiert nach Babylon. Das war diese schreckliche Zeit der babylonischen Gefangenschaft, als alles am Boden zerschlagen wurde und das Königtum in Juda ein Ende nahm. Aber eben, vor dieser Katastrophe noch ein Aufleben unter König Josia. Ich lese 2. Chroniker 24, Vers 1.
8 Jahre war Josia alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und er wandelte auf den Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken ab. Erstaunlich, Josia wird als 8-jähriger kleiner Junge König. Natürlich, er wurde König, weil sein Vater gestorben war. Und er war der Thronfolger aus der Linie von David. Er war natürlich beraten durch Fürsten Judas. Aber wir sehen, wie er selbst initiativ wurde. Ab Vers 3 lese ich weiter. Und im 8. Jahr seiner Regierung, als er noch ein Knabe war, 16 Jahre alt, als er noch ein Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Es wird nicht gesagt, was der Grund war. Aber mit 16 begann er sich für den Gott der Bibel zu interessieren. Wie gesagt, den Gott seines Vaters David. Vater ist natürlich gemeint Vorfahre über viele Generationen. Auf Hebräisch nennt man eben den Vater, Vater, den Großvater, Vater, den Urgroßvater, den Ururgroßvater nennt man auch Vater, im biblischen Hebräisch. Ja, also, er orientierte sich an diesem wunderbaren Vorbild einige Jahrhunderte vor ihm, König David. Ich lese weiter, und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und den Ascherim und den geschnitzten und den gegossenen Bildern zu reinigen. Und man riss die Altäre der Baalim vor ihm nieder und die Sonnensäulen, die oben darauf waren, hieb er um. Und die Ascherim und die geschnitzten und die gegossenen Bilder zerschlug und zermalmte er und streute sie auf die Gräber der, die ihnen geopfert hatten. Und die Gebeine der Priester verbrannte er auf ihren Altären. Und so reinigte er Juda und Jerusalem und in den Städten von Manasse und Ephraim und Simeon und bis nach Naphtali hin, in ihren Trümmern ringsum, riss er die Altäre nieder und die Ascherim und die geschnitzten Bilder zertrümmerte und zermalmte er. Und alle Sonnensäulen hieb er um im ganzen Land Israel. Und er kehrte nach Jerusalem zurück. Im 12. Jahr, das heißt, er war 20. Da geht die Erweckung über ihn hinaus. Mit 16 war er selber erweckt. Aber mit 20 begann er im ganzen Land Israel mit dem Götzendienst aufzuräumen. Und weiter in Vers 8. Und im 18. Jahr seiner Regierung, als er das Land und das Haus reinigte, sandte er Schaffan, den Sohn Azalias, und Maaseia, den Obersten der Stadt, und Joach, den Sohn des Joachas, den Geschichtsschreiber, um das Haus des Herrn, seines Gottes, auszubessern. Und sie kamen zu Hilkia, dem Hohenpriester, und gaben das Geld, das in das Haus Gottes gebracht worden war, das die Leviten, die Hüter der Schwelle, eingesammelt hatten, von der Hand Manasses und Ephraims und vom ganzen Überrest Israels und von ganz Juda und Benjamin und den Bewohnern von Jerusalem. Sie gaben es in die Hand der, die das Werk betrieben, die am Haus des Herrn bestellt waren. Und die, die das Werk betrieben, die im Haus des Herrn arbeiteten, gaben es, um das Haus herzustellen und auszubessern. Sie gaben es den Zimmerleuten und den Bauleuten, um gehauene Steine und Holz für die Bindebalken zu kaufen und um die Häuser mit Balken zu versehen, die die Könige von Juda hatten verfallen lassen. Und die Männer handelten in Treue an dem Werk. Und über sie waren bestellt Jachat und Obadja, die Leviten, von den Söhnen Meraris,
und Sekaria und Meschulam von den Söhnen der Kehatiter, um die Aufsicht zu führen. Und die Leviten, alle, die sich auf Musikinstrumente verstanden, waren sowohl über die Lastträger gesetzt, als auch Aufseher über alle, die in jeder Art von Werk und Dienst arbeiteten. Und andere von den Leviten waren Schreiber und Vorsteher und Torhüter. Im 18. Jahr, das heißt, Josia war 26. Und da wurde es ihm ein wichtiges Anliegen, dass der Tempel Salomos, der eben durch die Treulosigkeit und Interessenlosigkeit früher Könige am Zerfallen war, dass der renoviert wird. Und da haben wir nun zum ersten Mal Schaffan erwähnt gefunden, in Vers 8. Ich wiederhole, und im 18. Jahr seiner Regierung, als er das Land und das Haus reinigte, sandte er Schaffan, den Sohn Azalias. Mit welcher Aufgabe? Am Ende des Verses, um das Haus des Herrn seines Gottes auszubessern. Also, Schaffan spielte eine Rolle in der Wiederherstellung des Salomonischen Tempels. Und das können wir sehr schön übertragen, neutestamentlich. Heute, in der Zeit der Gnade, geht es nicht mehr um den Tempel in Jerusalem. Es gibt keinen Tempel in Jerusalem mehr seit dem Jahr 70. Aber seit dem ersten Jahrhundert bis heute haben wir die Zeit der Gemeinde, die Zeit der Gnade. Und 1. Korinther 3 sagt, dass die Gemeinde der Tempel Gottes ist. Wir schlagen auf, 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Also hier wird klargestellt, dass die Erlösten der heutigen Zeit zusammen Gottes Tempel darstellen. Und der Geist Gottes wohnt in der Gemeinde hier auf der Erde seit Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Nun haben wir gelesen in Vers 17, dass der Tempel Gottes, dass der zerfallen kann, dass man ihn verderben kann. Und das haben Vorfahren von Josia tatsächlich in ihrer Treulosigkeit gegenüber dem Herrn getan. Sehr ernst, denn hier wird das Gericht angekündigt. Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Nun, Schaffan war einer von denen, die genau das Gegenteil machten. Die haben mitgeholfen, dass der Tempel Gottes wiederhergestellt, wieder neu seinen Glanz bekam. Und so können wir also Schaffan vergleichen mit jemandem in der heutigen Zeit, dem die Gemeinde ein Anliegen ist, und zwar, dass eben das, was nicht mehr in Ordnung ist, repariert wird. Und dass die Gemeinde wieder das Zeugnis ausstrahlen kann, wie sie es ganz am Anfang getan hat. Nun habe ich hier auf dem Skript zusammengestellt Schaffan war der Sohn von Azaria, haben wir gelesen. In 2. Könige 22, da haben wir die Parallelstelle, auch die Geschichte von Josia. Auch Schaffan wird dort erwähnt. Und da wird noch gesagt, sein Vater hieß Meschulam. Also wir haben hier einige Generationen. Meschulam, Azaria, Schaffan. Und hier auf dem Skript nochmals,
Schafan war der Vater von Achikam, von Elassar, von Gemaria und Jasania. Und er war der Großvater von Michaia ben Gemaria. Also Gemaria war der Vater von Michaia. Und er war der Großvater von Gedalia ben Achikam. Ben heißt Sohn. Sohn von Achikam. Nun, über die Vorfahren von Schafan wissen wir nicht viel. Aber die Namen drücken den Glauben aus, der in der Familie seiner Vorfahren wirkte. Azaria heißt, der Herr sammelt Schätze. Und es ist wirklich so, der Salomo-Tempel war ja der Ort, in dem auch die Schätze des Tempels aufbewahrt wurden. Das waren die Tempelgeräte selbst, die Bundeslade, der goldene Räucheraltar, der goldene Schaubrottisch, die goldene Menorah und viele, viele weitere Geräte. Und auch überhaupt Bestand an Silber und Gold, das war alles im Tempel aufbewahrt. Und wir haben gesehen, Schafan hatte wieder ein neues Interesse an dem Haus Gottes. Und das war verbunden mit diesen Schätzen. Alle diese Schätze weisen auf Jesus Christus hin. Das macht das Neue Testament klar. Und Gold spricht von der göttlichen Herrlichkeit. Der älteste Freund von Hiob hieß Eliphas. Hiob 4, Vers 1. Und Eliphas heißt, mein Gott ist Feingold. Silber spricht von der Erlösung. Kesef, das Wort für Silber, ist das gleiche Wort auch für Geld. Wie im Französischen, Argent ist Silber und auch Geld. Ja, also Silber spricht ganz besonders von dem Kaufpreis, von der Erlösung. Ja, und Azaria, der Herr sammelt Schätze. Und es ist so, die Gläubigen der Gemeinde, die heute den Tempel Gottes bilden, von ihnen heißt es in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern und so weiter. Der Reichtum wird dann ausgeführt. Paulus kann nicht mehr aufhören, hat man den Eindruck. Von Epheser 1, Vers 3 bis 14, das ist im Griechischen ein Satz, der längste Satz der Bibel. Und man spürt, wie der Apostel richtig überfließt, wenn er über diese Schätze spricht. Der Großvater von Schafan hieß Meschulam. Meschulam heißt bezahlt. Shilem heißt auf Hebräisch bezahlen. Also wenn man im Restaurant ist in Jerusalem und dann ist es ja immer so, am Schluss muss man sagen, kann ich bezahlen? Es gibt Leute, die sagen, ich möchte gern bezahlen, aber ich sage manchmal, ich möchte nicht, aber ich muss. Dann sagt man, Hani yachol leshalem, shalem heißt bezahlen und meschulam heißt bezahlt. Also, das erinnert uns an das Wort des Erlösers, Johannes 19, Vers 30, der Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Griechisch tetelestai. Und das kann man übersetzen im Hebräischen mit meschulam. Alles bezahlt. Also, wunderbar, was da an Glaubensschätzen bei den Vorfahren schon vorhanden war. Und jetzt werden wir sehen, was da alles bei Schafan zu finden ist. Auf dem Skript habe ich aufgeführt zum Namen Schafan. Das ist das normale Wort für Klippendachs. Das ist ein Tier. Schafan heißt eigentlich wörtlich Verstecker. Ja, die Wurzel. Schafan, die braucht man heute zum Beispiel in der israelischen Armee. Wenn man spricht von Lehishtafen, das heißt sich verstecken. Da steckt die Wurzel Schafan drin. Sich verstecken. Ja, als Soldat gibt es gefährliche Umstände, gerade zum Beispiel im Häuserkampf in Gaza. Das ist das Schrecklichste, was es gibt.
Häuserkampf. Und da muss man sich ständig eben gut schützen, darum Lehishtafen. Schafan heißt Klippendachs und wörtlich Verstecker. Warum heißt dieses Tier so? Schlagen wir mal auf in Sprüche 30. Dort spricht Agur Benjake über die vier Kleinen der Erde. Sprüche 30, Vers 24. Vier sind die Kleinen der Erde, und doch sind sie mit Weisheit wohlversehen. Die Ameisen, ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Die Klippendechse, da habe ich das Wort Schafan, Schfanim, das ist dann die Mehrzahl Klippendachse. Ein nicht kräftiges Volk, und doch setzen sie ihr Haus auf den Felsen. Ich würde hier übersetzen mit in den Felsen. Be ist eigentlich das typische Wort, nicht all auf dem Felsen, sondern be im Felsen, in dem Felsen. Die Heuschrecken haben keinen König, und doch ziehen sie allesamt aus in geordneten Scharen. Die Eidechse kannst du mit Händen fangen, und doch ist sie in den Palästen der Könige. Also da sehen wir, der Schafan, der Klippendachs, wird hier aufgeführt unter den vier Kleinen der Erde, aber mit Weisheit wohl versehen. Alle diese vier Tiere, die hier erwähnt werden, diese vier Tierarten, sind ein wunderbares Bild der Gemeinde heute. Ich erkläre ganz kurz. Die Ameisen sind ein nicht starkes Volk, nicht wahr? Eine Ameise zu zerdrücken ist keine Heldentat. Ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Allerdings muss ich hier sagen, in der Biologie haben manche Wissenschaftler über diese Stelle gelacht. Sie haben gesagt, wir wissen doch, dass es überhaupt nicht stimmt. Ameisen, die richten keine Wintervorräte ein. Das ist alles Schnee von gestern. Es gibt ja so viele Ameisenarten. Unglaublich. Also wer das überschauen kann, ist ein Genie. Aber man muss natürlich denken an Messor semirufus. Das ist die typische Ameisenart in Israel. Die macht so Löcher in den Boden. Und wenn man da dann runtergräbt, gibt es tatsächlich eine spezielle Kammer für Wintervorräte. Und so ist es wichtig für die Gläubigen, dass man eben nicht denkt, wenn man in der Predigt zuhört, ach, was predigt ihr? Ich kann keinen Bezug damit machen für Montag oder Dienstag. Irgendwie hat das keinen Bezug zu meiner Situation jetzt. Okay, vielleicht jetzt nicht. Aber so oft muss in Predigten eben vorbereitet werden, was einen plötzlich in 2 Jahren ganz direkt betrifft und man dann plötzlich ratlos dasteht, was sagt die Bibel zu diesem Thema? Und so muss man eben Vorräte ansammeln für schwierige, kalte Zeiten, die im Moment noch nicht da sind im Sommer. Ja, aber die Ameisen, die sind intelligent und die machen das. Dann haben wir die Heuschrecken. Sie haben keinen König, und doch ziehen sie allesamt aus in geordneten Scharen. Heuschrecken, wenn die sich entwickeln zu riesigen Heuschreckenschwärmen, das geschieht nicht jedes Jahr, aber plötzlich irgendetwas geschieht im Gehirn der Heuschrecken. Und dann können sie nur noch denken, vermehren, vermehren, vermehren. Und dann können eben Heuschreckenschwärme in Afrika und dann im Nahen Osten, die kommen meistens eben von Ostafrika über die Sinai-Halbinsel dann nach Israel, und die fressen einfach alles ab und vermehren sich und fressen alles ab. Aber wenn man
solche riesigen Schwärme betrachtet, Millionen von Exemplaren miteinander unterwegs, muss man sich doch fragen, wer ist der Chef? Und es gibt keinen. Und trotzdem, die gehen alle miteinander in geordneten Scharen. Wie geht das? Das ist ganz ähnlich wie in einer biblischen Gemeinde. Da kommt irgendein Besucher zum ersten Mal rein, sagen wir ein Ungläubiger. So wie das in 1. Korinther 14 gesagt wird, wenn Ungläubige oder Unkundige zu euch hereinkommen. Und ihr sprecht alle in fremden Sprachen, dann werden sie sagen, die sind verrückt. Ja, also wenn da einer zum Beispiel Elamitisch spricht und dann sagt der Besucher, du, was sagt der? Keine Ahnung. Ja, aber der spricht da in Sprachen und keiner versteht das und ihr findet das toll. Ihr seid also ein bisschen verrückt. Und darum erklärt der Apostel Paulus in 1. Korinther 14, das geht überhaupt nicht. Wenn jemand in Sprachen spricht, in einer Fremdsprache, dann muss das für die, die Fremdsprache nicht verstehen, muss das übersetzt werden. Ja, aber dann erklärt der Apostel Paulus, aber wenn jemand eben zur Erbauung spricht, Weissagung ist ja Reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung, nach 1. Korinther 14, Vers 3, dann ist das sogar für Ungläubige eine ganz gewaltige Sache, weil das Verborgene in ihrem Herzen wird offenbar und sie merken, Gott spricht hier. Aber eben, was ich sagen will, da kommt einer rein und da sagt ein Bruder etwas Kurzes und dann denkt er, das ist sicher der Pfarrer. Und dann steht ein anderer Bruder auf und betet. Und denkt er, ah, nein, vielleicht ist das der Pfarrer. Und danach steht ein Bruder auf und hält eine Predigt. Ah, das ist der Pfarrer. Ja, wer hat hier die Führung? Der Heilige Geist. Aber der ist nicht sichtbar. Es ist genauso wie bei den Heuschrecken. Sie ziehen aus in geordneten Scharen, aber man sieht keinen König. Und weiter haben wir gesehen, die Eidechsen. Hier müsste man besser übersetzen mit Gecko. Kann man also reinschreiben. Ist nicht die Eidechse gemeint, sondern der Gecko. Und der Gecko ist eben ein Tier, das findet man in den Häusern. In den Ländern, wo es Gecko gibt. Ich habe noch nie erlebt, dass die Leute Geckos toll fanden. Und Freude hatten, wenn ein Gecko da an der Decke oben ist. Ja, die haben ja ein unglaubliches Klebesystem an ihren Fingern. Das sind Strukturen im Nanobereich. Die machen es möglich, dass die überall sich festhalten können. Und ich habe dann auch gelernt in Thailand, wie man die runterholt. Das haben mir kleine Jungs gezeigt. Aber es waren keine Helden, wenn die Geckos fangen. Man nimmt einen Putzlumpen hoch und der Gecko fällt runter. Ja, da ist die Nanotechnologie ist dann überfordert und schon hat man den Gecko. Ja, hier wird es gesagt, den Gecko kannst du mit Händen fangen. Und doch ist er in den Palästen der Könige. Also, die Geckos machen keinen Unterschied, die gehen auch in die Paläste, in der Toilette, im Wohnzimmer, überall sind die zu finden. Und es ist auch so, wenn jemand Christen verfolgt, und das geschieht in vielen Ländern heute, besonders in der islamischen Welt und auch da, wo der Kommunismus herrscht, ja, da werden Christen verfolgt, aber es ist keine Heldentat, Christen zu verfolgen. Aber wenn man sich überlegt, wer sind diese Christen? Wir lernen aus Offenbarung 1, Vers 5, dass sie ein Königtum sind. Und Offenbarung 4 und 5 zeigt, sie sind Könige. Sie haben königliche Majestät. Sie üben die noch nicht aus heute, aber sie haben diese königliche Würde. Und so passt das wunderbar, den Gecko kannst du mit Händen fangen und doch ist er in den Palästen der Könige. Ja, jetzt habe ich zu allen was gesagt, etwas Kurzes zu diesem Kleinen der Erde. Wir sind nicht die Mächtigen. Ja, die Großen dieser Erde sind Mr. Biden, Herr Putin
und so weiter und so fort. Aber die Gläubigen der Gemeinde sind die Kleinen der Erde, aber mit Weisheit wohl versehen. In 1. Korinther 1, Vers 30 wird gesagt, dass Christus unsere Weisheit ist. Und nun zum Klippendachs, ein nicht kräftiges Volk. Und doch setzen sie ihr Haus in den Felsen. Es ist so, dass der Fels in der Bibel ein Bild ist von Christus. 1. Korinther 10, Vers 4 spricht über den Felsen in der Wüste. Der Fels aber war der Christus. In 3. Mose 11, ich habe die Stellen auf dem Skript angegeben, 3. Mose 11, Vers 5, 5. Mose 14, 7, wird erklärt, dass der Schafan nicht koscher ist, durfte in Israel nicht gegessen werden. Und zwar, weil er nicht ein Spalthufer ist. Bei den Säugetieren müssen koschere Tiere Spalthufer sein, so wie Kühe, Schafe und Ziegen. Und sie müssen gleichzeitig auch wiederkäuen. Wiederkäuen, das macht der Schafan, der Klippendachs. Aber eben, er hat keine gespaltenen Hufe, darum wird er als unrein erklärt. Nun, Schafan, dieser Mann Gottes, der war nicht von Babyalter ein Mann Gottes oder ein Junge Gottes. Der musste sich auch bekehren. Das ist bei allen Männern und Frauen Gottes in der Bibel so. Die mussten sich alle bekehren und mussten feststellen, ich bin vor Gott unrein. Und mit meiner Schuld kann ich vor Gott nicht bestehen. Wie es heißt von dem Schafan, er ist unrein. Das ist das Urteil in 3. Mose 11. Aber durch die Bekehrung, wenn man seine persönliche Schuld Gott bekennt und sie bereut und das Opfer des Herrn Jesus im Glauben in Anspruch nimmt, dann erfährt man völlige Vergebung. Und so nimmt man Zuflucht im Felsen. Wie die Klippendachse. Und wichtig, der Klippendachs ist kein Einzelgänger, sondern er lebt so in kleinen Kolonien von etwa 50 Exemplaren. Das ist ganz typisch. Man kann sie in Israel besonders schön beobachten in Ein Gedi, in dieser Oase inmitten der judäischen Wüste am Toten Meer. Und man sieht die dort, hat den Eindruck, manchmal, die sind ein bisschen faul, die liegen da so in der Sonne, aber das ist nicht Faulheit, sondern es ist so, dass die Klippendachse, die können ihre Körpertemperatur nachts runterfahren. Das ist aus ökologischen Gründen hilfreich, eben damit sparen sie Energie. Aber am Tag müssen sie dann in der Sonne wieder Energie tanken. Darum liegen die da, in der Sonne. Und wenn Gefahr kommt, dann geben sie ein Pfiff oder ein Zeichen von sich und fliehen in den Felsen. Und warnen auch die anderen Exemplare, da ist Gefahr. Dann sieht man die wegrennen in den Felsen. In Christus Sicherheit vor Gefahr. Und eben, es gibt solche, die sind auf der Wache. So braucht es auch in den Gemeinden, Brüder, die sehen die Gefahren. Ich habe mal gehört, kam eine Mutter zu einem Bruder und hat gesagt, mein Kind muss in der Schule Yoga-Übungen machen. Und dann sagt der Bruder, was ist das? Das geht natürlich nicht. Man muss eben über die Gefahren in der heutigen Zeit Bescheid wissen, damit man eben jüngere Mütter auch beraten kann in der Gemeinde. Wie muss man da in solchen Fällen umgehen? Und wenn da Mandala gemalt wird oder was auch immer. Ja, also es braucht diese Tiere, die da scheinbar einfach da liegen, aber in Wirklichkeit sind die auf der Wache und schützen das Volk Gottes. Ja, und noch etwas Besonderes zum Klippendachs. Die haben zwar keine gespaltenen Hufe, aber es ist so, dass die Anatomie ihrer Füße entspricht den der Elefanten. Also biologisch sind die Klippendachse verwandt mit den Elefanten.
Übrigens sieht man das auch bei den Zähnen. Die Molare, also die Stockzähne, sind auch von ihrem Aufbau her verwandt mit den Stockzähnen der Elefanten. Das ist für die Evolutionisten ein bisschen ein Problem, ja? Nicht wahr? Das sind Tiere, die sehen aus wie unsere Murmeltiere in den Alpen. Und die sollen mit dem Elefant verwandt sein. Ja, also im Zoo in Zürich hat man den Schluss daraus gezogen, man muss die Klippendechse neben dem Elefantenhaus halten. Ist wirklich so. Ja, aber da sieht man, wie absurd die ganze Sache mit der Evolution ist. Der Schöpfer hat die mit Verwandtschaftsmerkmalen geschaffen, aber es ist nicht so, dass das eine vom anderen abstammt. Genauso wie ein Porsche eben nicht von einem Opel abstammt, obwohl da viele gemeinsame Merkmale sind, aber die Ähnlichkeiten sind erklärbar durch einen Grundbauplan von Ingenieuren. Und so ist es auch in der Schöpfung so. Also, der Klippendachs verwandt mit dem Elefanten, aber er hat noch eine besondere Eigenschaft, die Fläche seiner Sohle, die kann er einziehen und dadurch entsteht ein Vakuum, sodass er steile Felswände, weil er am Felsen klebt, hochsteigen kann. Fantastisch, also ganz ähnlich wie in der Küche, da gibt es ja diese Henkel, wo man die Küchentür anbringen kann, aber sie sind ekelhaft, die fallen immer runter. Und das ist eben bei den Klippendechsen nicht so, die kleben wirklich. Und das illustriert so wunderbar, wie König David sagt im Psalm 63, Vers 10, meine Seele hängt dir nach, klebt am Felsen. So herzensverbunden mit dem Herrn Jesus, dem Felsen, der uns Sicherheit und Schutz gibt. Ja, also daran können wir denken, wenn wir Schaffan vor uns haben. Dieser Berufsschreiber wurde von dem jungen Mann Josia eingesetzt, damit er da über die Finanzen wachen konnte im Zusammenhang mit der Wiederherstellung des Salomonischen Tempels. Da brauchte es treue Leute, die mit den Finanzen umgehen können, und darum war der Berufsschreiber ein ganz idealer Mann, der konnte das alles notieren, was da ist, was eingesetzt wurde. Und so hatte er einen wichtigen Dienst im Zusammenhang mit der Wiederherstellung des Hauses Gottes. Aber jetzt gehen wir weiter in 2. Chroniker 34, ab Vers 14. Und als sie das Geld herausnahmen, das in das Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn durch Mose. Da hob Hilkia an und sprach zu Schaffan, dem Schreiber, ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia gab Schaffan das Buch. Und Schaffan brachte das Buch zum König. Und er brachte ferner dem König Nachricht und sprach, alles, was der Hand deiner Knechte übergeben worden ist, das tun sie. Sie haben das Geld, das sich im Haus des Herrn befand, ausgeschüttet und es in die Hand der gegeben, die zur Aufsicht bestellt sind, und in die Hand der, die das Werk betreiben. Und Schaffan, der Schreiber, berichtete dem König und sprach, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan las darin vor dem König. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König gebot Hilkia und Achikam, dem Sohn Schaffans, und Abdon, dem Sohn Michas, und Schaffan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach, geht hin, befragt den Herrn für mich und für die Übriggebliebenen in Israel und in Juda, wegen der Worte des aufgefundenen Buches. Denn groß ist der Grimm des Herrn
der sich über uns ergossen hat, weil unsere Väter das Wort des Herrn nicht gehalten haben, um nach allem zu tun, was in diesem Buch geschrieben steht. Da gingen Hilkia und diejenigen, die der König gesandt hatte, zur Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tochats, des Sohnes Hasras, des Hüters der Kleider. Sie wohnte aber in Jerusalem im zweiten Stadtteil und sie redeten auf diese Weise zu ihr. Nun, im Zusammenhang mit der Renovation des Salomo-Tempels geschah eine Sensation. Der hohe Priester findet die Rolle des fünften Buches Mose. Und zwar war das das Original. Wir können kurz aufschlagen. 5. Mose. Fünfte Mose 31. Mose hielt am Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung eine Abschiedsrede in den Gefilden von Moab. Also wenn man unten in der Tiefebene steht von Jericho, man schaut nach Osten über den Jordan, ganz nahe bei der Mündung zum Toten Meer. Nach Osten, da sieht man Jordanien, das Gebirge. Dort und am Fuß des Gebirges, immer noch auf der anderen Seite des Jordans, da waren die Gefilde von Moab. Dort wurde die Stiftshütte zum letzten Mal aufgestellt, außerhalb des Landes. Und dort hielt Mose seine 8 Abschiedsreden, die alle im 5. Buch Mose zusammengefasst sind. Und er hat das Volk vorbereitet auf die Inbesitznahme des Landes unter Josua und hat erklärt, wie das ganze Gesetz 1., 2., 3., 4. Mose, auf die neue Situation im Land angewendet werden soll. Und dann lesen wir in 5. Mose 31, Vers 24. Und es geschah, als Mose vollendet hatte, die Worte dieses Gesetzes in ein Buch zu schreiben, wie es zu ihrem Schluss, da gebot Mose den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trugen und sprach, nehmt dieses Buch, nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es zur Seite der Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, dass es dort zum Zeugen gegen dich sei. Also wir sehen, hier wurde festgelegt, das 5. Buch Mose, diese Schriftrolle, musste in der Stiftshütte und später eben im Tempel in Jerusalem neben die Bundeslade gelegt werden im Allerheiligsten. Es ist ja so, in 1. Könige 8 wird das gesagt, Salomo, König Salomo, hat im Allerheiligsten einen Ort, einen Platz bereitet, um dort die Bundeslade hinzusetzen. Diesen Ort kann man heute noch sehen. Der Fels auf dem Tempelberg, um den herum der Felsendom, also dieser muslimische Schrein, gebaut ist. Dieser Fels ist der höchste Punkt des Berges. Und auf diesem Felsen hatte Salomo das Allerheiligste gebaut. Man kann übrigens noch die Spuren sehen von der Südmauer, die auf dem Felsen gebaut war. Die Abflachung des Felsen dort macht genau eine Mauerbreite aus von 3,15 Meter. Das sind 6 Königsellen. So wie das in 1. Könige gesagt wird, die Mauern des Allerheiligsten waren 6 Ellen. Und die West- und die Nordmauer war gebaut entlang der natürlichen Kante dieses Felsens. Wenn man das so einzeichnet, auf einem Blatt, den Felsen zeichnet und so die 3 Mauernabschnitte, dann sieht man, von Mauer bis Mauer sind genau 20 Ellen, Königsellen von 52,5 Zentimeter. Es gibt also dieses Quadrat des Allerheiligsten und im Zentrum, und zwar schön parallel zu den Mauerverläufen, findet man eine Vertiefung von
100 mal 131 Zentimeter. Und das ist genau diese Vertiefung, die in 1. Könige 8 erwähnt wird, die Salomo gemacht hat für die Bundeslade. Ich war in 2. Mose 25, wird ja gesagt, dass die Bundeslade hatte eine Länge von 2,5 Königsellen. Königselle, nicht Handgelenk mal Pi, sondern genau 42,5 Zentimeter. Das gibt 131 Zentimeter. Genau, wie die Vertiefung. 131 Zentimeter. Und die Breite der Bundeslade, 1,5 Ellen, das gibt 79 Zentimeter. Jetzt haben wir ein Problem. Aber die Vertiefung ist 100 Zentimeter. Nein, wir haben kein Problem, denn neben der Bundeslade musste die Rolle des 5. Buches Mose Platz finden. Das sind diese 21 Zentimeter für die Rolle. Aber eben, die Könige, die gottlosen Könige von Juda, die haben den Tempel zerfallen lassen. Und da wurde Unwesen getrieben. Und darum war die Rolle des 5. Buches Mose nicht mehr da, wo sie sein sollte. Und Hilkia bei der Renovation findet das Original. Gibt es Schafan, dem Schreiber, und der geht dann zum König und liest ihm daraus vor. Und das war natürlich ein Meisterwerk. Warum? Ja, Mose hat Hebräisch geschrieben in der Art, wie man eben um 1600 vor Christus Hebräisch schrieb. Und diese Buchstabenschrift nennt man so gescheit in der Wissenschaft. Das ist die proto-kanaanäische Schrift. Das hängt noch damit zusammen, dass man in der Wissenschaft früher meinte, die Kanaaniter seien die Erfinder gewesen dieser Schrift. Das ist alles Schnee von gestern. Aber man nennt das immer noch proto-kanaanäische Schrift. Heute weiß man durch die Funde in Ägypten und auch in Serabit el-Khadim im Sinai, dass diese Schrift eben zurückgeht bis auf die Zeit von Josef. Die ältesten Inschriften haben wir in Ägypten gefunden, aus der Zeit um 1840, das ist gemäß der strikten Chronologie der Bibel, die Zeit von Josef. Dort entsteht die Buchstabenschrift zum ersten Mal in der ganzen Weltgeschichte. Eine Sensation. Das war genau die Zeit, als die Großfamilie von Jakob, die sich dann zum Volk Israel entwickelte in Ägypten war. Und darum, zur Zeit des Auszugs aus Ägypten, war diese Schrift da. Die sogenannte proto-kananäische Schrift. Aber man könnte auch sagen, die urhebräische Schrift. Es klingt weniger gescheit, aber es ist dafür richtiger. Und das ist etwas Grandioses. Die Ägypter konnten ja schon lange vor Mose schreiben, aber die Schrift der Ägypter ist so kompliziert. Man muss etwa 600 Hieroglyphen kennen, um Texte lesen und verstehen zu können. Und die Schrift ist so aufgebaut. Es gibt Zeichen für ganze Wörter. Es gibt Zeichen für Silben. Also zum Beispiel Josef. Jo ist eine Silbe, Sef ist eine Silbe. Also Zeichen für Silben und dann gibt es auch Zeichen für einzelne Laute, Konsonanten. Also T, K, L, M. Und in den Texten sind diese drei Typen gemischt. Man muss also wissen, dieses Zeichen ist ein ganzes Wort, das ist eine Silbe, das ist ein Buchstabe. Das heißt, die alten Ägypter, die hätten eigentlich schon mit einer Buchstabenschrift schreiben können. Und dann wäre Schreiben ganz etwas Einfaches gewesen. Aber das haben sie nicht gemacht. Wahrscheinlich auch bewusst nicht. Damit, ich sage es jetzt aus der Perspektive von hochmütigen ägyptischen Götzenpriestern, damit das dumme Volk ihre Texte nicht lesen kann. Ja, sondern nur die eingeweihte Elite. Ja. Aber nun, in Ägypten entsteht eine Buchstabenschrift. Und es ist so, dass man
mit 22 Zeichen alles schreiben kann. Das ist fantastisch. Und darum ist eben Schreiben mit Buchstaben so etwas Einfaches. Manche Leute denken, ihr Kind muss ein Genie sein. Es kann schon schreiben vor dem Kindergarten. Und zwar hat es die größere Schwester gefragt, du, wie schreibt man denn M? So, also. Und dann den größeren Bruder, du, wie schreibt man R? Mach das vor. Und dieser kleine Junge schreibt der Großmutter bereits eine Postkarte. Und die Eltern denken, das ist ein Genie. Das ist kein Genie, sondern Schreiben ist so einfach. Das ist es. Buchstabenschrift ist so einfach. Das können kleine Kinder ganz schnell lernen. Nicht alle gleich, aber sie können das. Und diese Erfindung hat Mose benutzt, um die ersten Bücher der Bibel zu schreiben. Die 5 Bücher Mose, dann auch den Psalm 90 und er hat auch das Buch Hiob dem Volk Israel übergeben. Das war der Anfang der Bibel. Dann ging Josua weiter mit dem Buch Josua und so weiter und so fort. Und der Prophet Samuel dann mit dem Buch der Richter und mit dem Buch Ruth. Und so wuchs die Bibel. Aber von Anfang an war die Methode Programm. Die Bibel soll so aufgeschrieben werden, dass möglichst alle Menschen Zugang haben dazu. Nicht nur eine Elite. Ja, aber die Schrift hat sich im Laufe der Zeit ständig geändert. Also wir wissen, für die verschiedenen Jahrhunderte, genau in dieser Zeit schrieb man so, so hat Hebräisch ausgesehen im 10. Jahrhundert, im 9. Jahrhundert, im 8. Jahrhundert, im 7. Jahrhundert. Und darum können wir aufgrund der Schriftzeichen, können wir schon mal grob sagen, aus welcher Zeit eine Inschrift stammt. Ja, und der Punkt ist der. Zur Zeit von Josia schrieb man Hebräisch vollständig anders als zur Zeit von Mose. Das heißt, als Hilkia dieses Original fand, fast 1000 Jahre alt, er konnte es garantiert nicht lesen. Und er gab es Schafan, den Berufsschreiber. Und das war wirklich ein Spezialist für Hebräisch, hebräische Sprache und hebräische Schrift. Und der war in der Lage, das zu lesen. Grandios. Übrigens, die Buchstaben sind effektiv hergeleitet aus den ägyptischen Hieroglyphen. Aber ganz anders gebraucht. Zum Beispiel gibt es die Hieroglyphe, so hat ein Rechteck mit einer Öffnung, ist ein Haus. Und auf Hebräisch sagt man Haus Bayit. Oder Bet. Und nun war dieses Zeichen das Zeichen für B. Oder man kennt doch aus den ägyptischen Inschriften, Hieroglyphen, das Auge. Ja, so ein ganz schön ausgeprägtes Auge. Nun, in der ägyptischen Schrift bedeutet das etwas ganz anderes, aber in dieser urhebräischen Schrift Ein bedeutet Auge. Und so ist dieses Zeichen das Zeichen geworden für den Buchstaben A, A, Ai, Ein. Ja? Das haben wir nicht im Deutschen, im Arabischen. Und in der Grammatik lernt man Ein, spricht man so aus, mit Muskeln, die man im Deutschen nur braucht beim Erbrechen. Also ihr könnt zu Hause mal üben, nicht hier. Ein. Ja, und so wurde also das Auge, das Zeichen für Ein und so weiter und so fort. Es waren also Bildzeichen, hergeleitet aus dem Ägyptischen, aber vollkommen mit einem anderen System versehen. Also dass immer der Anfangslaut dessen, was das Bild darstellt, das ist der Buchstabe. Und Schafan konnte das lesen. Und das war nicht einfach ein Kunststück, sondern wir schlagen wieder auf, 2. Chroniker 34. Dieser gottesfürchtige Josia, der mit 16 plötzlich begann, Gott zu suchen und sich orientierte an seinem Vorfahren König David und seinem Leben,
Dieser Josia ist als 26-Jähriger so betroffen. Ich lese nochmals 2. Chroniker 34, Vers 18. Und Schaffan, der Schreiber, berichtete dem König und sprach: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan las darin vor dem König, und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Der ist so betroffen und so entsetzt. Und wir werden gleich noch sehen, in dem, was Schaffan vorgelesen hatte, da war auch 5. Mose 28 mit drin. Das ist dieses Kapitel, das spricht über die Flüche Gottes, die über Israel kommen, wenn sie das Wort Gottes nicht ernst nehmen und umsetzen und gehorchen. Und es ist sehr schrecklich, dieses 5. Buch Mose, Kapitel 28, kündigt an, dass Israel das Land verlieren wird. Damals war Josia König im Land, aber er wusste, was hier steht, bedeutet, dass wir in der Konsequenz unser Land verlieren werden. Schlagen wir mal auf, 5. Mose 28, Vers 36. Der Herr wird dich und dein König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Stein. Und du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zum Gespött unter allen Völkern, wohin der Herr dich wegtreiben wird. Das war ja schrecklich, diese Ankündigung. Dich und deinen König. Josia war der König. Weggeführt, aus dem Land weg, in ein anderes Land. Nun, das war die Ankündigung der babylonischen Gefangenschaft, die tatsächlich wenige Jahre nach Josia dann tatsächlich Realität wurde. Und die Juden wurden deportiert nach Babylon. Mit ihrem König, aber nicht mit Josia, sondern mit gottlosen Nachfolgern. Ja, und so war dieser Josia entsetzt. Wir sind dem Herrn ungehorsam geworden und wir haben das Gericht verdient, und um seiner Entrüstung und seinem Erschrecken Ausdruck zu geben, zerriss er seine Kleider. Und weiter wollte er wissen, wie denkt Gott jetzt ganz konkret über die Situation. Und darum schickte er eine Delegation von Männern zur Prophetin Hulda. Verse 20 bis 22 haben wir gelesen. Das war übrigens die Zeit von Jeremia. Warum sandte er nicht zu Jeremia? Nun, Jeremia wohnte in Anatot, im Stammesgebiet von Benjamin, also nördlich von Jerusalem. Aber Hulda, die wohnte ganz in der Nähe, also auf dem Südabhang des Tempelberges. Da hat im Königspalast eben Schaffan vorgelesen, und da musste man in den zweiten Stadtteil von Jerusalem gehen. Jerusalem hat sich ja erweitert vom Tempelberg aus, von der Davidstadt aus nach Westen. Und da im zweiten Stadtteil wohnte die Prophetin Hulda. Er wollte sofort Antwort haben. Also nicht noch lange warten, bis man da nach Benjamin geht zu Jeremia, geht zur Prophetin Hulda. Und die gehen zu ihr nach Hause. Und wir sehen ja in 1. Korinther 11, da wird gesagt, jede Frau, die betet oder weissagt, mit unbedecktem Haupt entehrt ihr Haupt. Also sie soll sich bedecken und damit zum Ausdruck bringen, ich stelle nämlich nicht über die Position des Mannes, sondern akzeptiere die Bedeckung, nicht eine Verhüllung. Etwas auf dem Haupt haben drückt aus, ich anerkenne die Autorität über mir.
Und Frauen können weissagen. Zwar sagt 1. Korinther 14, Vers 34, dass Frauen nicht sprechen sollen in den Gemeindezusammenkünften. Aber es gibt viele andere Zusammenkünfte, die sind keine Gemeindezusammenkünfte. Zum Beispiel hat Aquila zusammen mit Priscilla zu Hause Apollos weitergeführt in Apostelgeschichte 18. Und von dem Evangelisten Philippus heißt es in der Apostelgeschichte, er hatte 4 Töchter, die weissagten. Oh, ich habe nur 3 Töchter bekommen. Müssen noch eine 4. haben. Und eben, aber die das Wort Gottes weitergeben. Und wir sehen auch eine Deborah, die war Richterin. Die Männer in ihrer Zeit, Richter 4, waren wirklich nicht bereit, Führung zu übernehmen und Verantwortung zu übernehmen. Und sie sagte sich, aber wie mache ich das? Ich kann nicht ins Stadttor, wo normal die Richter sind. Ich will nicht die Stellung des Mannes einnehmen. Und so machte sie es bei sich zu Hause unter der Palme, unter der Deborah-Palme. Und die war von Weitem sichtbar, denn sie wohnte ja im Bergland des heutigen Westjordanlandes. Und dort sind Palmen eben biologisch nicht typisch. Die wohnen anderswo. Zum Beispiel unten beim Toten Meer ist ideal und verschiedenen anderen Orten, aber nicht dort. Und darum alle sahen von Weitem, dort ist die Deborah unter ihrer Palme. Und da hat sie erklärt vom Wort Gottes, was Gott in diesem Streitfall zu sagen hat. Und hier auch, die gehen zu ihr nach Hause. Nie lesen wir, dass Hulda wie Jeremia auf dem Tempelplatz vor der großen Volksmenge aufgetreten wäre. Aber sie hat ihren Dienst treu getan. Und wir werden sehen, mit welcher Klarheit und Bestimmtheit. Also, Josia wollte Klarheit haben. Und da schickte er treue Leute, unter anderem Schafan, den Schreiber, um zu erfahren, was Gott zu sagen hat. Ich lese weiter in Vers 23. Und sie sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat. Sieht man, wie klar sie ausdrückt. So spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr. Siehe, ich will Unglück bringen über diesen Ort und über seine Bewohner. Alle Flüche, die in dem Buch geschrieben sind. 5. Mose 28. Das man vor dem König von Juda gelesen hat. Weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, um mich zu reizen mit allen Machwerken ihrer Hände. So hat mein Grimm sich über diesen Ort ergossen und er wird nicht erlöschen. Zum König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, zu ihm sollt ihr so sprechen. So spricht der Herr, der Gott Israels, die Worte betreffend, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte über diesen Ort und über seine Bewohner hörtest und du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe ich es auch gehört, spricht der Herr. Siehe, ich will dich zu deinen Vätern versammeln und du wirst zu deinen Gräbern versammelt werden in Frieden. Und deine Augen sollen all das Unglück nicht ansehen, das ich über diesen Ort und über seine Bewohner bringen werde. Und sie brachten dem König Antwort. Auch Schafan hat dieses Wort Gottes treu dem König übermittelt. Gott verschont ihn. Und wirklich, nach seinem Tod kam dann die Katastrophe über das Königreich Juda. Ja, an dieser Stelle machen wir eine Viertelstunde Pause und dann fahren wir weiter mit Schafan und seinen Söhnen.